Ihr kennt das bestimmt. Es bricht im Wohnmobil Plastik ab und die gebrochene Stelle hat viel zu wenig Material, um irgendwie geklebt zu werden. Deswegen haben wir jetzt schon seit einigen Jahren Power Patches von PTEC in Benutzung. Das sind so Reparaturmatten, Gewebereparaturmatten, die mittels UV-Licht, also ultraviolettem Licht, aushärten. Diese werden dann einfach über den Riss geklebt oder über die gebrochene Stelle geklebt, härten aus und es hält jetzt schon bei uns ein paar Jahre und wir haben sie an verschiedenen Stellen in Benutzung und sind echt begeistert davon. Deswegen können wir euch da auch eine Empfehlung aussprechen. Und ich zeige euch jetzt mal, wo wir diese Matte überall schon in Benutzung haben. Und das ist jetzt hier unser Handschuhfach, da ist allerlei Krams drin. Und hier seht ihr schon mal, das ist das Original, das ist auf der linken Seite gebrochen. Und das haben wir mit so einem Patch, das ist am Anfang flexibel und härtet dann aus, wenn es mit UV-Licht in Verbindung kommt. Das ist hier unsere neueste Baustelle und das haben wir im Winter fixiert und das ist jetzt ein halbes Jahr alt. Sehr gut. Das ist jetzt hier der Rahmen von unserem Rollo an der Schiebetür. Ein sehr leidiges Thema, weil ihr seht, das ist schon mehrmals gebrochen und von uns repariert. Hier haben wir jetzt oben auch so einen Powerpatch von PTEC mit verarbeitet, der die Ecke und die lange Leiste oben zusammenhält und das hält gut. Im Kühlschrank haben wir an diesem unteren Fach in der Tür die Ecken hier gefixt mit dem UV-Patch. An beiden Seiten. Und jetzt zeigen wir euch einfach mal, wie wir das Ganze dann geklebt haben. Wir haben die Stelle dann zuerst angeraut und mit Alkohol gesäubert und dann noch mit Primer vorbehandelt. Dann die Reparaturmatte aus der Verpackung genommen und das entsprechende Stück abgeschnitten. Und diesen Patch dann einfach auf den Riss geklebt. Das Powerpatch muss dann aushärten, mit Hilfe der Sonne oder mit so einer ultravioletten Lampe. Die Lampe wird dann für ein paar Minuten auf den Patch gerichtet, der dann aushärtet. Alle Infos dazu auf kasteneblau.de.